In meinem ersten Video zum Buch «Anima, unvollkommen, glücklich, weiblich» habe ich erklärt, dass ich die Video mache, weil wegen dem Coronavirus Präsentationen in den Buchhandlungen nicht möglich sind. Ich habe erzählt, wie ich zur Aktfotografie gekommen bin und dass ich der Künstlerin Vero Kallen erzählt habe, was mit den Frauen passiert, wenn sie Blut bei mir vor der Kamera stehen. Im zweiten Video habe ich erzählt, wie wir zum Aris Verlag gekommen sind und zum Thema Lebensspuren. Ich habe auch über Schönheitsideale und Erlebnisse mit Frauen bei Aktshootings erzählt. Und das Wichtigste, ich habe verraten, was das Ziel von diesem Buch ist, nämlich meine Botschaft an alle Frauen. Die sind alle natürlich, weiblich und schön. Liebt euch selber so, wie ihr seid. Heute erzähle ich, wie ich die Frauen für das Buch gefunden habe. Ich habe gedacht, das sei vielleicht noch schwierig. Zu diesem Zeitpunkt hat das Projekt noch Lebensspuren geheissen. Der Verlag hat ungefähr 20 Shootings mit möglichst unterschiedlichen Frauen wollen. Wie findet man so Frauen? Ich konnte nicht einfach sagen, du bist nicht so perfekt, man sieht deine Lebensspuren gut, darf ich dich bitte Blut fotografieren und die Bilder in meinem Buch veröffentlichen. Tatsächlich habe ich aber über 20 Frauen gefunden, die mitgemacht haben. 18 von denen haben sie das Buch geschafft. An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci all meinen Models. Die sind grossartig. Keine von ihnen hat übrigens für ihr Engagement Geld bekommen. Sie alle haben aus Überzeugung mitgemacht. Ich habe ihnen gesagt, dass sie mit ihrer Teilnahme eine Botschaft an alle Frauen schicken. Schaut her. Ich traue mich so zu zeigen, wie ich bin. Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich bin 100% Frau und ich bin wunderbar weiblich. Wenn ich das schaffe, dann kannst du das auch, nämlich glücklich sein mit deinem Körper, so wie er ist. Von diesen 20 Shootings haben sie 18 ins Buch geschafft. 2 Frauen haben nachträglichen Rückzug gemacht. Es war mir wichtig, dass ich von keiner Frau Bilder in diesem Buch habe, die nicht dazu stehen kann. Wenn man fotografiert, versucht man normalerweise mit der Körperhaltung und dem Licht Sachen wie Narben, Falten, Zellulite, Schwangerschaftsstreifen usw. zu verstecken. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe sie noch betont, z.B. mit einem Streiflicht. So sind etwa 3000 Fotos entstanden. Wir haben aus denen zusammen mit den Frauen und der Grafikerin die besten für das Buch herausgesucht. Etwas über 70 Aufnahmen heisst, sind dann ins Buch gekommen. Meine Models sind von 20 bis 60 Jahre alt. Es hat dünne und mollige. Sie haben die verschiedensten Hintergründe. Akademikerin, Musikerin, Informatikerin, Sozialarbeiterin und so weiter. Bei ein paar sieht man, dass sie krank sind oder krank waren. Bei anderen ist es vor allem die Seele, die gelitten hat. Alle haben unseren Respekt verdient. Beim nächsten Video erzähle ich dir etwas zum Text im Buch. Es hat also nicht nur ein Bildchen zum Schauen. Übrigens, das Buch könnt ihr im Buchhandel oder direkt beim Aris Verlag kaufen. Es ist interessant für Frauen und für Männer. Und es wäre vielleicht auch noch eine sinnvolle Geschenkidee. Models.